Ah, moin. Wir bombardieren euch ja gerne mit Fakten, die vielleicht manchmal so auf den ersten Blick ein bisschen nutzlos erscheinen. Unnützes Wissen, sagt man auch gern. Und wir sind natürlich dafür da, um Fragen zu stellen, die ihr niemals stellen würdet. Und in diesem Fall hier geht es heute um unsere alte Vertraute, die Rosskastanie. Die kennt eigentlich wirklich jeder und jede. Die steht in jedem Kindergarten, in jeder Fußgängerzone. Dann gibt es aber noch die Esskastanie. Die kennt eigentlich auch jeder von uns, alle, die eine tolle Kindheit hatten. Die sieht so aus. Und auf den ersten Blick könnte man denken, oh, die sehen sich relativ ähnlich. Ist aber absoluter Quatsch. Wir haben hier ein Blatt, das seht ihr hier schon. Das ist, hat diese tolle handförmige oder Fingerung, sagt man, ne, Doc? Gefingert heißt das Blatt. Und hier haben wir wirklich immer nur ein einzelnes Blatt. Und auf einmal könnten diese Bäume nicht unterschiedlicher voneinander aussehen. Nun kommt es noch so weit, dass das hier, die Esskastanie, eigentlich die echte Kastanie ist. Die heißt nämlich Castanea sativa. Und die hier, festhalten, die heißt Aesculus hippocastanum. Verrückte Kiste. Natürlich hat der Doc noch viel mehr Infos dazu auf Lager. Deswegen würde ich vorschlagen, schlagen wir uns mal ab ins Grüne. Herzlich willkommen im alten Botanischen Garten, sage ich sonst. Der ist da drüben. Jetzt sind wir vor der SUB, da ist die Zentralmensa. Und auch hier stehen schöne Bäume und wir schauen uns mal diese herrliche Rosskastanie an, die gerade blüht. Schon Anfang Mai, aber Klimawandel macht es möglich. Alles ist 2-3 Wochen früher dran. Auch die. Und wir starten zu Beginn mal mit was ganz Furchtbarem. Nun fragt man sich, dieser schön blühende Baum, was hat er daran wieder auszusetzen? Was ist daran furchtbar? Wenn man sich die Blüten von nahem anschaut, das ist eine gefüllte Rosskastanie. Auf gefüllte Blüten, also solche, wo durch eine Mutation die Blütenorgane vermehrt sind zu einem formlosen Wust, muss man sagen, auf gefüllte Blüten stehen die alten Griechen schon, die alten Römer, wir Europäer stehen da drauf, die Chinesen stehen da drauf. Also das hat das Gärtnerherz immer begeistert. Aber für uns Biologen, für ökologisch denkende Menschen, wir sind ja fasziniert von dem Zusammenspiel der Blüte mit dem Insekt und wie das schön ineinander passt. Und das ist hier bei solchen ja, verkrüppelten Blüten, so ist es in unserer Sicht, hat da keine Hummel was von, kein Tier kann da an den Nektar. Also ökologisch ist so eine gefüllte Blüte so wertvoll wie eine Plastiktüte. Und wie Rosskastanienblüten wirklich aussehen, wie schön sie sind, wie funktional sie sind, das gucken wir uns jetzt drüben im alten Botanischen Garten an. Ja, das ist meine Rosskastanie. Sehr, sehr schön. Wir haben ja im Botanischen Garten knapp 1000 Bäume und Sträucher. Und davon ist etwa ein Viertel älter als 50 Jahre, die auch. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie eine Rosskastanienblüte eigentlich aussieht, wenn sie nicht gefüllt ist und verkrüppelt. Die Blüten sind nämlich wirklich von einem bildschönen Aufbau. Die sind zygomorph, das haben wir schon mehrfach gehabt, also Ober- und Unterlippe. Die Blüte hatten links und rechts, oben und unten. Das ist für Hummeln, die seitlich anfliegen, die sich da draufsetzen. Die kriegen dann die Staubbeutel unten an den Bauch. Da kommt dann der Pollen an den Bauch. Und ja, die Hummeln kommen an, setzen sich hier drauf und suchen sie Blüte für Blüte. Und ja, von Namen gesehen sind die Blüten natürlich bildschön. Und nun kommt die Frage, die ihr euch nie gestellt habt oder vielleicht auch doch. Warum sind die eigentlich zweifarbig? Es gibt ja gelbe Blüten und rote, beziehungsweise die Blüten sind weiß. Und es gibt welche mit einem gelben Saftmal, so nennt man das, und einem roten Saftmal. Und ja, wofür ist das da? So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen überlegt und seid drauf gekommen oder vielleicht auch nicht. Für irgendwas müssen wir auch gut sein. Warum wechselt die Blüte die Farbe? Es fängt nämlich jede mit einem gelben Saftmal an, wenn sie erblüht. Und dann färbt es sich um auf rot. Sodass dieser Baum, der blüht jetzt schon eine Woche, die meisten sind schon rot und manche sind noch gelb. Und das ist ziemlich genial. Die Pflanze ist angepasst an Hummeln. Die Hummeln kommen von Weitem und sehen diesen über- und überblühenden Baum. Und jetzt sind aber nur noch die frischen Blüten voller Nektar. Die alten haben keinen Nektar mehr. Wenn jetzt die Blüten alle gleich aussehen würden, wäre die Gefahr groß, dass gegen Ende der Blütezeit die Hummeln von Blüte zu Blüte fliegen und dann sehr oft enttäuscht werden und nur noch in jeder fünften ist was drin und der Rest ist leer. Dann kann das zu einer Abdressur führen. Dann sagen die Hummeln, da ist ja, sieht zwar geil aus, aber es ist nur in jeder fünften oder jeder zehnten was drin. Die fliegen sich dann hungrig beim Nektar sammeln. Das ist also auch eine Sache des Energieinputs sozusagen, gerade bei so schweren Tieren wie Hummeln. Das muss sich also auch lohnen. Und dafür hat die Pflanze dieses sich umfärbende Saftmal und sagt den Tieren damit aus der Nähe. Aus der Entfernung ist die ganze Kastanie nach wie vor ein Traum. Die Hummeln kommen
hergeflogen, aber aus der Nähe sollen sie nicht umsonst die schon leeren Blüten besuchen. Dann zeigt die Blüte, hier in den gelben ist noch was drin, die roten können da links liegen lassen. Und das ist ziemlich genial, um eben hier den Bestäubungserfolg zu sichern und die Hummeln nicht zu enttäuschen. Also Rosskastanien mit ihren zweifarbigen Blüten, die sich umfärben, eine ziemlich schicke Geschichte. Und guckt es euch an. Unsere winterharten Gehölze, die heimischen und auch die Ziergehölze, blühen nur sehr kurz. Meistens nur so ungefähr eine Woche. Das muss man sich also jetzt angucken. Überall, wo Rosskastanien blühen, in der Stadt oder an den Alleen oder natürlich hier im Alten Botanischen Garten.